Hektisch wurde dann eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Ja, vielen Dank. Wir sind zurück live im Plenum des Deutschen Bundestages. Wir gehen ganz schnell nach vorne. Es geht um das Klimapaket, was im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat ausgearbeitet wurde und hier gleich abgestimmt wird. Der Vertreter der AfD, Brandner, hat im Moment das Wort. Nicht demokratisch, denn am 16.12. wurde ein Ergebnis vorgelegt, was am 15.12. am 3. Advent irgendwo ausgemauschelt worden war. Von wem? Von wem wollte ich gestern im Vermittlungsausschuss wissen? Wer hat wo, wann, auf welcher Grundlage am 15.12. was verhandelt? Die Antwort war, Herr Brandner, das sagen wir Ihnen nicht. Meine Damen und Herren, so läuft Demokratie in Deutschland der Altparteien. Hinter verschlossenen Türen, unter Ausschluss großer Teile der Opposition wird gemauschelt, geschachert und gefeilscht. Und das nicht etwa zum Wohle Deutschlands. Das nicht etwa zum Wohle Deutschland, sondern zum ideologiedurchdrängten Schaden, zum ideologiegetriebenen Schaden für alle Bürger. Meine Damen und Herren, wir haben versucht, dieses grobschändliche Gesetzgebungsverfahren zu stoppen. Wir hatten aber leider keine Chance. Wir versuchen es dennoch hier und heute in Zukunft auch weiter und versprechen den Bürgern keine Klimahysterie mit uns, keine Milliardenkosten mit null Effekt, meine Damen und Herren. Und deshalb stehe ich hier vorne und darf namens der AfD-Fraktion verkünden, dass wir das gesamte Klimaschutzprogramm 2030 genauso ablehnen wie das gestern verkündete, von Ihnen hinter verschlossenen Türen ausgemauschelte Vermittlungsergebnis. Vielen Dank. Also deutliche Ablehnung des Klimapaketes von der AfD-Fraktion durch den Abgeordneten Brandner.